An der Expo waren die Velotaxi in Biel sehr beliebt. Wer sie seitdem vermisst hat, darf sich auf das Wochenende freuen. Während dem Festival du Film Français d'Helvétie kann man sich nämlich mit einem Velotaxi heimchauffieren. Das Mal ist es aber nicht ein Gefährt, sondern ein Elektrovelo mit einem Taxi-Anhänger hinten dran. Am Velo, das von Dömus Veloshop zusammen mit der BKW entwickelt wird, arbeitet auch das Bieler Unternehmen Creaholic mit. Und weil es eben mit Strom fährt, das Velo, heisst es so schön Stromer. Das ist also der Stromer. Das ist auch das, was laut Christoph Rusch, Projektleiter bei Creaholic, von den gängigen Elektrovelos unterscheidet. Ich denke, das ist ein sportlicherer Velo. Nicht nur vom Aussehen her. Ich glaube, für die meisten ist der grosse Unterschied ist die Optik, wie es daherkommt. Oder? Das ist ziemlich, wie soll man sagen, sieht fast aus wie ein normales Bike. In ihm innen ist es aber alles andere als alltäglich. Dank einem Elektromotor, der den Fahrer unterstützt, fällt dem zu schalten bedeutend einfacher. Sogar ein kleiner Anhänger beladen mit Leuten kann locker gezogen werden. Und los geht's. Power gestellt. Power. Fahrer und Passagier sind zufrieden mit den ersten Fahrversuchen. Es ist sensationell. Die Geschwindigkeit geht drin, es läuft. Unglaubliches Gefühl. Für dich kannst du ringen. Hinten zu fahren ist ein bisschen speziell, aber das läuft also unglaublich. Ja. Also ich bin überrascht, ich bin vorher gefahren. Das, man muss wirklich nicht festrempeln. Das geht wirklich gut. Ja. Also hier auf dem relativ holprigen Grund. Da, das, jetzt werden wir sehen, wenn Salome uns auch macht, dann ist der Beweis erbracht. Ja. Und auch Salome Wehren zieht Fracht ohne Problem. Das Resultat überzeugt. Und zum Teil ist das auch der Verdienst von Christoph Rusch. Creaholic hat nämlich von Dömus Veloshop den Auftrag bekommen, den Akku einzubauen. Das ist im Prinzip jetzt so, wie man ihn rauszieht nachher. Das sieht man hier unten drin, dass da der Bereich, das ist da, wo er zuerst mechanisch geführt wird, nachher elektrisch kontaktiert. Das sind Arbeitsstrom und Datenleitungen da. Das ist der Mechanismus, wo der Akku im Prinzip zuerst packt und nachher axial sehr hart vorspannt, damit er ja nicht schattert während dem Fahren. Und in echt ist von Klappern keine Spur. Der Christoph Rusch ist zufrieden mit dem Resultat. Und er ist auch überzeugt von den Fahrleistungen vom Stromer. Er gibt sogar zu, dass mit diesen schnellen Elektrovelos nicht zu gespassen ist. Ein Helm ist so oder so sinnvoll bei so einem Velo. Aber ist nicht obligatorisch. Und nachher gibt es die, die 500 Watt haben. Und dort braucht man einen Helm. Es ist sowieso, wie soll man sagen, gefährlich ohne Helm, weil das Ding läuft schnell. Also man kann dem Modell, das ich ausprobiert habe, kann man mit dem Spirabitz schalten, ist mir geradeaus 45. Wenn man ein Spirabitz nicht vorgibt, ist man über 50. Und das ist schnell. Also man merkt auch, dass die Autofahrer sind sich noch nicht an die Dämpfung gewöhnt von den Velofahrern. Aber genau da drin liegt ja der Vorteil, meint der Projektleiter vom Stromer bei Creaholic. Ich denke, der grosse Vorteil bei diesem Velo ist eigentlich, dass man, wenn man einen Arbeitsweg hat von 10 und mehr Kilometer, dann plötzlich fängt man sich an überlegen, ist es ein bisschen zu aufwendig und so. Man geht plötzlich mit dem Auto statt mit dem Velo. Und mit dem Velo ist es einfach easy. Innovation hat aber auch gegen seinen Preis. Wer sich einen Stromer leisten will, muss mit Preisen ab 4'000 Franken rechnen. Für den Christoph Rusch gut investiertes Geld. Unschlüssige können sich ja am FFF fast noch ein neues Bild vom Stromer machen.